Ja, hallo und herzlich willkommen. Frohe Weihnachten an alle, die das gerade sehen. Mein Name ist Rev und heute gibt es wieder ein Unboxing. Diesmal von dem Asus ROG Swift PQ278Q G-Sync Gaming Monitor. Und erstmal, was ist G-Sync überhaupt? G-Sync ist von Nvidia. Das ist bestimmt beim Spielen. Wer V-Sync kennt, der kann sich wahrscheinlich denken. Also V-Sync bedeutet, dass der Computer versucht, der Bildschirm versucht, mit den FPS von eurem Computer übereinzustimmen und das Spiel so flüssiger laufen zu lassen. Aber V-Sync zieht dabei ziemlich viel Leistung und darum deaktivieren es die meisten. Und G-Sync ist es so, dass es dieses selbe Prinzip nutzt, nur dass es wirklich Monitor und PC auf dieselbe Rate an FPS bringt, was das Spiel richtig flüssig macht, keine Lags zur Folge hat, keine Bildverschiebungen und auch leistungstechnisch richtig gut ist. Und dieser Bildschirm ist der erste, ja, den es überhaupt gibt von dem Nvidia G-Sync. Und ich werde jetzt das Unboxing machen, ich fange jetzt gleich an. Es ist ein bisschen großes Paket und der Bildschirm kostet normalerweise neu 800 Euro, was ziemlich teuer ist, aber auf Amazon gibt es den billiger. Ich werde auf jeden Fall die Seite in der Videobeschreibung verlinken. Ja, ich fange jetzt erstmal an und ich schlage mal vor, wir schneiden erstmal seitlich alles weg. Will. So, was ich jetzt machen werde, ich werde das Paket erstmal kippen. So, und dann schnapp ich mir mal die Kamera, wenn ich sie dann wegbekomme. So, gut, gut, gut. Und ja, wir sehen uns das jetzt gleich genauer an, wie das hier aussieht. Es riecht auf jeden Fall schon richtig schön verpackungsmaterialmäßig. So, das Styropor brauchen wir erstmal nicht. Und das hier wäre auch schon der Bildschirm. Ich stelle mal die Kamera kurz ab. Ich filme gleich weiter. Keine Sorge. Ihr bekommt schon genug zu sehen. So. Stellen erstmal hier nach links. Ich filme gleich, wie ich ihn enthülle vor der Kamera. So. Gut. Die Kiste haue ich erstmal auf den Boden. Da wird noch anderer Scheiß drin sein. Ach, wisst ihr was? Wir machen erst mit dem anderen Scheiß. So. Kamera nochmal her. Gut. Also seht hier, das hier ist mein alter Bildschirm. Das ist ein Acer, was auch immer. Der Acer, warte, ich hab's hier. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Jedenfalls ist der Acer GD245HQ. Das ist ein 3D-Monitor. Und das ist jetzt mein Hauptbildschirm bisher gewesen. Der wird jetzt aber ersetzt, weil mein Zweitbildschirm hat den Geist aufgegeben und dann habe ich mir den hier geholt. So. Wartet kurz, einhändig ist das ein bisschen kompliziert. Wartet mal kurz, ich stelle mal die Kamera kurz hier hin. Ein bisschen meine coole Maus filmen. So unscharf es auch sein mag. So, wenn die Tonqualität anders ist, ich verwende gerade nicht mein Mikro hier, mein Rode NT1A, sondern gerade das von der Kamera eingebautes Mikro. Das kann sein, dass das schlechter ist. Und ihr seht hier, hier den Power-Plugin. Hier haben wir ein USB-Kabel. Dann das ist, glaube ich, der, ja, das ist der DisplayPort-Anschluss, weil der Bildschirm geht nicht über HDMI oder anders, es geht nur über DisplayPort und das ist hier praktisch für den Strom nochmal der Anschluss.
CD zum Installieren und Anleitungsgedöns. So, dann hau ich das mal schnell weg. So. Okay, und das ist jetzt der Bildschirm. Man sieht, er kann auch hochkant gestellt werden. Was wir jetzt machen, wir machen erstmal die Verpackung schön weg. So. Und kippen das gute Stück erstmal. Das ist ein 27 Zoller. Also sehr groß. Und hier sieht man auch schön das Plakat hier. Hier steht nochmal jede Info drauf, eine Millisekunde Reaktionszeit. Ich muss mal kurz auf manuell stellen, dass ich das besser scharf krieg. So. Auch wenn ich es dann nicht besser scharf krieg. Wartet kurz. Also, okay. Eben WQHD. 265 auf 100, auf 1440 Pixel. Eine Millisekunde Reaktionszeit, 144 Hertz. Man kann eben, ja, lest euch das mal selber durch, was hier steht. Also Navigation, sowas, dann das Neigeding, viele Einstellungsmöglichkeiten. Und ja, das ist praktisch von der ROG-Serie, wer es kennt, von Asus, das erste, was es gibt. Asus macht da praktisch damit eine Gaming-Serie an speziell hergestellten Computerteilen für Gamer. Für Pro-Gamer, mich zum Beispiel. Naja, also ich stelle es mal so hin, die Kamera. So, und mach den unteren Scheiß hier weg. So. Also auch hier der Standfuß, der färbt sich sogar, wenn der Monitor angeschlossen ist, den seht ihr hier. Und ich stelle jetzt mal schnell den Monitor darüber und schließe den gleich mal an, hoffentlich. Er hat einen riesigen Standfuß. Einen riesig großen Standfuß. Und jetzt könnt ihr mal vergleichen die Größe von meinem, glaube ich, 24 Zoller zu dem Bildschirm, der noch ein bisschen hoch steht. So. Ich versuche jetzt mal die Höhe zu verändern. Ach, den kann man einfach runterdrücken. So. Ich drücke ihn jetzt mal runter und kippe ihn ein bisschen. So. Position mache ich jetzt noch genau. Und was wichtig ist beim Anschluss, was ich gerade schon erwähnt habe, ich packe es mal schnell aus. Da fliegt schon weg. Das ist auf jeden Fall der DisplayPort, weil der Bildschirm hat keine VGA oder sonstige Anschlüsse. Er hat nur den DisplayPort-Anschluss. Das ist dieser hier. Und ihr müsst wissen halt, dass ihr braucht eine gute Grafikkarte, dass euer PC das schafft. Ich habe jetzt die GTX 680 von Nvidia. Und ja, euer PC muss eben diesen DisplayPort-Anschluss haben, was sehr wichtig ist. Gut. Ich versuche mal gleich den PC anzuschließen, den Monitor an meinem PC anzuschließen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Also, da bin ich wieder. Ihr seht jetzt, der Bildschirm ist angeschlossen. Ich setze mich mal kurz davor. Und im Vergleich, also leider ist es halt so, dass YouTube jetzt die Anzeige runterskaliert. Das ist halt nur jetzt auf, ich glaube, 1080p ist gerade eben. Ich weiß nicht, was die Kamera aufnimmt. Hier sieht man, das leuchtet schön. Man kann den Bildschirm auch nach links und nach rechts schwenken. Also man kann ziemlich viele Einstellungen machen. Seitlich hat man praktische Einstellungen für ja, alles, was man braucht. Da gibt es Knöpfe seitlich. Er sieht richtig geil aus von der Auflösung her. Man kann ihn auch sehr hochstellen, wie man vorhin schon gesehen hat. Und ja, ihr werdet jetzt mich mit diesem Gerät hier aufnehmen sehen und auf Stream sehen. Und ich kann gleich heute beim Livestream an Weihnachten sagen, was ich von dem Bildschirm halte und ob sich dieses G-Sync lohnt. Also ich habe nur Positives bisher gehört, auf YouTube kann man das leider nicht zeigen, weil es ja die FPS auf 30 fixiert und die Qualität und
Ja, man merkt keinen großen Unterschied auf YouTube, aber jeder, der bisher ein Video darüber gemacht hat, war davon überzeugt. Und ich werde euch mein Feedback auch geben. Darum auf jeden Fall mein ganzes Setup nochmal hier. Ich werde auch bald ein Video drüber mal machen vielleicht. Hier für mein Mikro, meine Tastatur, mein Mikro, Maus, die zwei Bildschirme und hier mein PC. Und auf jeden Fall, ich bedanke mich bei jedem, der jetzt zugeschaut hat. Hoffentlich habe ich euch helfen können. Wenn zu viel Geschwenke war, tut mir das auf jeden Fall leid. War halt jetzt nicht anders lösbar. Und noch frohe Weihnachten und ciao. Wir sehen uns. Euer Rev.